coole Latzhose-Ketchup-Mann, aber ich bin besser. Euer Kampfstil ist nicht so unbezwingbar, wie ihr vermutet. Fordert mich, so ihr ihn auf die Probe stellen möchtet. Ich akzeptiere jederzeit eine Herausforderung im Kampf. Na dann los. Katztastisch, begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Super Mario RPG. Und, was sagst du? Ist doch ein echter Wonneproppen, unser Stern, oder? Und er ist so talentiert. Die Leute kommen von nah und fern, nur um ihn zu sehen. Aber ich suche doch einen anderen Stern, verstehen Sie nicht? Einen großen Stern. Stern? Stock? Ach so, Sternstück. Nein, bedauere, das sagt mir nichts. Du bist also den langen Weg hierher gekommen, nur um irgendein Stückchen Stern zu finden? Muss ja unheimlich wichtig sein. Wir sind hier sozusagen das Ende des Landes. Viel weiter geht es nicht. Wenn du deinen Stern also hier nicht findest, dann bleibt dir nur noch ein Weg. Und zwar nach oben. Was? Nach oben? Oho, eigentlich wollte ich dich ja fragen, ob du die Reise nach oben antreten möchtest. Aber die Antwort steht dir ja richtig ins Gesicht geschrieben. Na, dann gebe ich dir einen Tipp. Es gibt einen verborgenen Weg, der dich bis nach oben bringt. Und zwar im Bohnental. Doch zuvor müsstest du durch die Wüste bis zu einer riesigen Felswand. Und die musst du dann noch irgendwie überwinden, um ins Bohnental zu gelangen. Aber da du so ein freundlicher Zeitgenosse bist, helfe ich dir dabei. Warte, ich stelle dir ein paar Gesellen vor, die dir unter die Arme greifen. Paracoopas! Angeflattert, ich brauche euch! Hui, wer kommt denn jetzt? Oh, ich höre was. Wow! Soldaten, nennt eure Flugzeit! 8,52 Sekunden, Chef. Zur Stelle, Monster Mutti. Paracoopas bereit zum Dienst. Melde unglücklicherweise eine Flugverspätung von 0,52 Sekunden. Bin untröstlich, Madame. Übernehme persönlich volle Verantwortung für den Zeitverlust. Zackig und exakt wie eh und je, mein Guter. Aber bei mir könnte das Strammstehen ruhig lassen. Oder, naja, das Strammschweben. Hört mal, ihr Lieben, ich möchte euch da um einen kleinen Gefallen bitten. Sehr wohl, Madame. Und sehr gerne. Gefallen uns. Wundervoll. Dann aufgemerkt. Seht ihr diesen freundlichen Knaben hier? Der möchte mit seinen Freunden unbedingt runter ins Bohnental. Könnt ihr feinen Flieger ihm nicht dabei helfen, die Felswand zu bezwingen? Und ob wir das können, Madame, ist schon so gut wie erledigt. Flieger, ihr habt's gehört. Operation Schnauzer über die Felsen beginnt. Keine Müdigkeit vorschützen, klar. Melde gehorsamst, Madame. Werden sofort an der Felswand in Randland Stellung beziehen. Paracoopas bereit zum Abflug. Und wehe, die Formation wackelt. Und abgeflattert. Ich weiß. Sind etwas eigenartig, die Guten. Aber zuverlässig sind sie, glaub mir. Also dann, viel Glück bei deiner Suche. Ich finde euch alle irgendwie ein bisschen seltsam. Naja gut, wer wohnt denn hier? Oh, hallo. Hey, sagt der Supersprung ist doch sowas wie dein Markenzeichen, stimmt's? Also, die Mehrfachsprünge, die du drauf hast, ja, die machen schon ziemlich was her, wirklich. Dein Rekord für Mehrfachsprünge liegt übrigens bei 20 Stück in Folge. Wie machst du das nur? Wenn du schaffst, in einem einzigen Mehrfachsprung 30 Mal hintereinander zu springen, dann meld dich bei mir, ja? Kriegst eine Belohnung. Okay, mach ich. Okay, boing, boing, boing. Und hier, wer bist du denn? Das ist ganz seltsam. Manchmal kann man den Typen hören, der hier gleich nebenan wohnt. Er brabbelt ständig was von Kristallen und Bösewichtern und edlem Kriegertum und so. Ist ein Kristall nicht so ein glänzender Stein? Hab ich bestimmt schon mal gesehen, sowas. Ja. Und bumm! Du da! Sollst ja ein ganz passabler Hüpfer sein, wie man sich erzählt. Ja, ich denke schon. Mach das nochmal, das war lustig. So, da oben ist sogar ein Schlüssel. Brauchen wir den, um in die schwarze Tür zu kommen? Ist die verschlossen? Sie ist versiegelt. Nicht nur verschlossen, sondern auch versiegelt. Kannst du nochmal klopfen? Kommt das dann runter?
In Sachen Sprung bist du der Bessere. Aber einen Schwung wie ich, den hast du nicht. Ja, das stimmt wohl. Drum, bist von der schweigsamen Art, was? Ja, Mario schon, der spricht nie. Das rumst wie, schon ordentlich durchgeschüttelt? Ja. Drum, das rumst wie... Okay, jetzt sagt er nur noch das Gleiche. Schon ordentlich durchgeschüttelt? Ja, noch ein kleines bisschen. Der Schlüssel bewegt sich aber, es funktioniert, glaube ich. Ah, richtig durchgeschüttelt. Immer schön durchgeschüttelt. Gerührt, aber nicht geschüttelt. So trinke ich am liebsten meinen Kakao. Wow! Wir haben den Tempelschlüssel. Was für ein Tempel? Okay, hilft auf jeden Fall nicht für die versiegelte Tür. Hereinspaziert, hereinspaziert. Momentchen nur, bin sofort da. Ach, du stachelige Güte! Kumpel da! Du in Monsterschlupf! Was hast du denn hier verloren? Meister Bowser, eure Bessigkeit. Puh, ist ja ganz schön lange her. Also, es tut mir echt leid, dass ich euch im Stich gelassen habe und so. Es ist nur so, ich hatte einfach viel zu viel Angst, gegen Schmiedrich zu kämpfen. Und seitdem ist auch unheimlich viel passiert. Nun leite ich diesen Laden hier. Ich hab's weit gebracht irgendwie. Wartet, ich zeig euch meine Kleinen. Hey ihr, kommt mal rauf und sagt Onkel Bowser guten Tag. Zeigt, wie gut ihr erzogen seid. Süß. Tag, Onkel Bowser! Für euch kämpfen kann ich zwar nicht mehr, eure Grantigkeit, aber dafür kann ich euch hier mit nützlichen Items versorgen. Wenn ich euch hier ausstatte, dann könnt ihr mir ja vielleicht verzeihen. Ist gut. Keine Entschuldigung nötig, Kumpelda. Ich habe nun sogar brandneue Schergen, mit denen erobere ich meine Festung zurück. Mach dir keine Sorgen. Leb dein eigenes Leben, ja? Und ich wünsche dir nur das Beste. Oh, das war jetzt lieb von ihm. Kann ich bei euch auch? Ich kann sie nicht zerstampfen. Zum Glück. Wir wollen Onkel Bowser helfen. Dürfen wir, Mama? Bitte, bitte. Ja, kann ich bei euch? Bei euch kann ich einfach nur stinknormale Pilze kaufen. Komm, dann nehme ich gleich 10 Stück mit. Da gibt's auch Taschengeld für die Kleinen. Und bei euch? Wie kann ich dir und seiner Grimmigkeit helfen? Also bei dir meine ich. Da gibt es so das Übliche. Aber nicht nur Items, sondern auch hier einen Stachelhund für Bowser. Und einen Mutpanzer. Auch das ist sehr praktisch. Klasse, Dankeschön. Die Gumpilda. Wer hätte gedacht, dass wir sie nochmal sehen? Müde? Ruhen Sie sich doch hier aus. Grüße das Grimme Grusel-Trio. Okay. Ah ja. Das ist also die Gaststätte hier in diesem Dorf. Aufwachen, Mario! Gruseligen Gruß. Schnitter, mein Name. Wünsche schaurig zu schlummern. Ich bin Buhu. Ein hohles Hallo von mir. Gestatten, knochentrocken. Wir sind das Grimme Grusel-Trio. Der schläft. Und wie? Schaut mal, sogar eine Riesenblase kommt aus seiner Nase heraus. Ja. Naja, vielleicht hört er uns ja trotzdem im Schlaf. Hey du, wir wollen eine Runde mit dir spielen. Das Spiel heißt Finde die Flaggen. Und so läuft die Sache. Jeder von uns dreien versteckt jetzt eine Flagge. Und zwar irgendwo auf der ganzen Welt. Genau. Und wenn du alle drei Flaggen findest, gewinnst du einen schaurig schönen Preis. Kapiert? Klasse. Dann verschwinden wir mal und verstecken unsere Flaggen. Süße Träume so lange. Wir sind bald zurück. Bis dann. Mario schläft weiter. Bitte warten Sie kurz, das Gruseltrio ist gleich wieder für Sie da. Okay, dann warten wir und schlafen einfach mal weiter. So, da bin ich wieder. Ich habe ein tolles Versteck für meine Flagge gefunden. Und zwar ist sie hinter einer hölzernen Blume. Bin wieder da. Meine Flagge ist auch toll versteckt. Und zwar unter einem grünen Blatt. Tagchen, Tagchen, du wirst nie erraten, wo meine Flagge ist.
Und zwar befindet sie sich ganz genau zwischen O und A. Ach so, unsere Flaggen sind für dich unsichtbar. Wenn du also glaubst, du hast ein Versteck gefunden, dann such schön gründlich, klar? Sehr schön gründlich. Auf bald und guten Morgen. Was? Habe ich alles nur geträumt? Komisch. Kommt mir irgendwie sehr, sehr verrückt vor, die ganze Geschichte hier. Okay, dann haben wir hier noch eine Tür. Und hier, oh, was ist das denn? Monsterschlupf dankt Ihnen für Ihren Besuch. Das bedeutet wahrscheinlich, dass man da Monsterschlupf verlässt. Und was haben wir hier? Wer tritt da ein? Tut mir leid, aber Sensei ist nicht hier. Ich werd verrückt. Gute gepanzerte Güte. Budo, du hier? Meister Bowser, eure Stacheligkeit. Wie lange ist es her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben? Ich lerne hier im Dojo die Kunst des Kampfes, unter der Anleitung von meinem großen Sensei. Er heißt Jitsu. Ihr müsst wissen, eure Jähzornigkeit, schon damals, als ich euch auf eurem Feldzug diente, da wusste ich, dass ich Schmiedrich nie die Stirn hätte bieten können. Daher bin ich nun hier und lerne. Aber eines Tages, da werde ich zurückkommen und euch stolz machen. Das verspreche ich. Gut. Aber sorg dich nicht wegen mir, klar? Dazu habe ich nun auch brandneue Schergen. Und wir werden meine Festung zurückerobern. Du bleib schön bei deiner Sache hier. Trainiere und lerne, als gäbe es keinen Morgen. Okay. Mein Sensei ist im Moment nicht da, aber er müsste bald wieder hier sein. Würdet ihr bis zu seiner Rückkehr vielleicht eine Herausforderung von mir annehmen und ein Ründchen mit mir kämpfen? Na klar. Super. Aber einfach werde ich es euch nicht machen, damit das klar ist. Los geht's! Okay, jetzt kämpfen wir gegen Budo. Das heißt, wir haben jetzt Gumpilda, Budo und eine Person fehlt noch. Eine Person müssen wir noch treffen von Bowser Schergen und das war doch der Magi-Cooper. Ich weiß jetzt nicht mehr den Namen. Irgendwie Kamala? Kamek Kamala? Irgendwie sowas? Kamala? Kadabra? Kame Kadabra, irgendwie sowas, keine Ahnung. Oh, wie stark. Oh, der ist schon besiegt. Okay. Na, das war wohl zu erwarten. Du hast es eben echt drauf, Mario. Budo, trotz deiner Unerfahrenheit hast du dich gut geschlagen. Sensei, dann wart ihr die ganze Zeit hier, nicht wahr? Oho. Du hast also mein Ki gespürt. Nicht schlecht für einen neuen Schüler. Ja. Hallo zusammen. Wow. Euer Kampfstil ist nicht so unbezwingbar, wie ihr vermutet. Fordert mich, so ihr ihn auf die Probe stellen möchtet. Ich akzeptiere jederzeit eine Herausforderung zum Kampf. Ja dann, los geht's. Möchtet ihr mich herausfordern? Und ob. Ich bin klein, aber oho. Nun gut. Wir wollen sehen, wie es wirklich um euer Kampftalent bestellt ist. Hallo! Unterschätzt mich nicht. Ich bin klein, aber stark. Okay, Sternschnuppenattacke mit Gino, Bowser und Mario. Und los geht's. Boom! Sternschnuppenregen. Ja, das zieht viel bei unserem Gegner ab. Na, hast du schon genug? Niemals! Nimm das hier! Oh wow, also schwach ist der Kleine nicht. Aha! Muchu! Und jetzt zeige ich euch meinen stärksten Angriff! Au hey, Fieslinge! Ihr macht mir noch meine grüne Frisur kaputt! Menno, ich hab einen Irokesen! Also nicht ganz, aber so in die Richtung! Haha! Super Saiyajin! Yeah! Okay. Schluss mit dem Unfug. Ultrasprung auf den kleinen Jitsu. Aua, 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 mein Kopf, aua. Aua, ja, gut, wir haben's verstanden, Mario. Nimm das, komische Holzpuppe. Aber, nicht so unfreundlich, mein lieber Jitsu. Jetzt mach mal halblang. Hier, bitteschön. Stachelkugel, guten Appetit. Ha, einfach unglaublich. Na gut. Ich habe euch unterschätzt.
Eure Kampfkunst kann sich sehen lassen. Doch rühmt euch nicht allzu sehr, denn meine Niederlage war Absicht. Und nun fordere ich euch zu einer Revanche. Moment. Revanche bedeutet, ich muss erstmal Mario heilen. Denn so ganz ohne... Upsala. Falsches Haus. Ich gehe da rein. So ganz ohne Heilung sollte ich nicht kämpfen. Also einmal Mario wieder auffüllen. So, Licht aus und dann gute Nacht. Guten Morgen, Mario. Gleich mal wieder zurück ins Dojo. Da wird jetzt der Kampf fortgeführt. Möchtet ihr mich herausfordern? Na klar. Wie du wünschst. Doch ich verbitte mir Tränen und Wehklagen. Solltet ihr doch eine Schramme bekommen. Los geht's. Und diesmal zeige ich euch, was ich wirklich kann. Und nimm das. Wow, jetzt zieht er 100 ab. Aha, das meint auch ernst, was ich kann. Aua, hör auf meinen Kopf zu springen. Aua, aufhören. Au, Mario, aufhören. Ich hab's ja verstanden. Ja, aber das gehört doch zum Kampf dazu. Oh, dieser Jammerlappen nervt. Nimm das hier. Au, hey, du Fiesling. Okay, wir sollten ihm Manieren beibringen. Naja, freundlich ist er ja. Nimm das hier. Okay, und tau. Komische Puppe. Nochmal. So, die Puppe wird dann schon mal besiegt. Ja, aber noch hast du das ganze andere Team nicht besiegt. Das werde ich auch noch klein kriegen. Mario, ich sag's nur ungern, aber ich schenke dir jetzt einen Pilz, auch wenn du mein Erzfeind bist. Aber da du jetzt Teil meiner Schergenarmee bist, gehört sich das so. Okay, wir wechseln jetzt hier zu Mallow. Und dann gucken wir mal, was Mallow so anrichten kann. Vielleicht sogar mit einem Donnerschlag. Und boom! Haha, das bringt gar nichts, ihr Schwächlinge! Ha! Hey, wie hast du dich geschützt? Mario Schummelt, Mario Schummelt! Es reicht mir aber! Ständig dieses Gejammere und die hohe Piepstimme geht mir auf den Keks. Hey, Bowser, jetzt sei doch nicht so frech zu den kleinen Jungen. Ich bin kein kleiner Junge. Ich bin ein Sensei, ein Großmeister der Kampfkunst. Muchu! Die Zeit ist gekommen, euch die Leviten zu lesen. Au! Hey, nicht schon wieder, Mario. Du spielst immer mit derselben Taktik. Aua! Au! Autsch! Aua! Aua! Oh, ich krieg langsam Kopfweh, wenn du so auf meinen Kopf rumspringst. Nimm das hier! Du komische, stachelige Echse! Hey! Nenn mich König der Koopas! Nimm das hier! Und ha! Mario! Mario schummelt eindeutig, ich seh's doch! Aua! Nein, stopp! Stopp jetzt! Hey! Und nimm das, du komisches Wolkending! Nein, Mallow! Oh Mann. Bowser, ich weiß nicht, vielleicht sollten wir jetzt mal... Peach. Peach ist zwar ganz gut, wenn es ums Heilen geht, aber mir fehlen so ein bisschen die Angriffswerte. Wow! Aha. Wenn du mich so linkst, dann zeige ich meine wahre Kraft. Tja, Mario, am Ende des Tages bist du wohl der Schwächling. Wiederkehr, Mario, wir brauchen dich. Hier ist der Superstern, der Regenbogenstern für dich. Danke, Prinzessin Peach. So, die Prinzessin nervt auch. Oh nein. Bowser, du musst dann die Prinzessin heilen. Ich bleibe bei meinem Supersprung. Und zack. Oh, wie machen wir das jetzt? Der ist echt nicht ohne. So, Medium-Pilz für Mario. Und dann schauen wir mal. So, ja, wechseln. Ich kann zwar... Ach so, nee, ich kann gar nicht mehr wechseln. Weiter geht's. Nein, jetzt habe ich nur noch Bowser auf dem Feld. Boah, wie viele Kraftpunkte hat er noch? Ich weiß es nicht. Muntermacher, hier. Belebt einen Verbündeten wieder. Das muss ich einsetzen, um Mario zurückzuholen. Aha, ihr setzt also Gegenstände ein. Mir egal, dann hau ich euch immer wieder um. Ja, hier ist Timing gefragt. Ich muss mich im richtigen Moment schützen. Sonst wird das nie was. Und zack. Jetzt ist die dicke Echse auch besiegt. Okay, jetzt muss ich aber mal angreifen, sonst setzt er die ganze Zeit diese Fähigkeit ein. Aber Peach könnte das ganze Team nochmal heilen, sodass wir vielleicht einen kleinen Vorteil haben. So, weiter geht's. Genau, jetzt hier.
mit Wiederkehr für Bowser. Und dann setze ich nochmal den Ultrasprung ein, in der Hoffnung, dass ich ihm nochmal Saures geben kann. Und zack, haha, da liegt er wieder am Boden, Edge Badge. So, und jetzt der Ultrasprung gegen den kleinen G zu. Na, komm, 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 komm. Ein paar Treffer noch, das sieht doch fabelhaft aus. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sehr schön, 16 Stück. Ha, einfach unglaublich. Oh, wir haben es geschafft. Sehr gut. Ihr habt noch immer nicht genug? Ich treffe nicht oft auf jemanden, der so vom Kampfeseifer erfüllt ist. In der nächsten Runde entscheidet sich alles. Und weil es mir ernst ist, setze ich hiermit dafür meinen Ruf als Sensei aufs Spiel. Oh wow, das nächste Mal also das Finale gegen Jitsu. Werden wir schaffen. Vielen Dank fürs Zusehen, meine Lieben. Tippt doch mal auf dieses Video. Da gibt es riesige Gumbas im Königreich. Oh oh, das sieht knifflig aus. Bleibt katztastisch.